Yo YouTube, was geht ab? Wie geht's euch? Heute kommt ein neues Video und zwar, es ist jetzt mal eine Maschinenpistole, die ich bisher noch nicht so oft benutzt habe, also auch noch nicht so oft gespielt habe eigentlich. Es geht um die LC10. Da ist bisher öfter die Frage aufgekommen, ob ich nicht mal ein Video drüber machen kann. Werde ich auf jeden Fall jetzt machen, weil die Waffe habe ich gestern probiert. Ich fand sie ziemlich geil. Oder halt mit der auch noch ein bisschen länger gespielt, als nur mal kurz aufgehoben und gemacht. Wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, die Waffe ist fast komplett nur noch im Loot, im Ground Loot dabei. Also ihr findet immer auf dem Boden, wenn ihr startet, wenn ihr Kisten öffnet oder wenn sie irgendwo rumliegt in den Gebäuden. Alleine als Ground Loot ist die schon echt cool. Hat 34 Schuss im Magazin, soweit ich jetzt genau mich erinnern kann. Ich baue sie jetzt ein bisschen anders. Ich baue sie so, dass man auch mal, ja, auch mal so auf 30 Meter mal keine Schwierigkeiten hat, denjenigen zu holen. Aber ansonsten bewegungstechnisch ist die halt einfach geil. Ich zeige die euch als reine SMG-Variante, also als reine Maschinenpistol-Variante. Ist fürs Movement was Cooles und man kann halt auch trotzdem noch ganz gut mit der Waffe zielen. Auch nochmal echt mit einer ruhigen Hand ganz gut mit der spielen. Die hat echt eine krasse Rückstoßkontrolle. Die Feuerrate von der läuft auch gut, muss man sagen. Die ist echt cool. Und Schallgedämpft läuft es halt auch. Ja, ich wechsle jetzt gerade einfach mal ganz kurz rüber ins andere Fenster. So, sind wir jetzt schon. Seht ihr auch schon. Das ist mein MX Overkill, meine Overkill-Klasse. Bei der bin ich echt zu Hause. MX für mich immer noch das Beste. Da muss echt noch was kommen, bevor die irgendwie nicht mehr spielbar für mich ist. Ich sehe sehr, sehr, sehr viele PC-Spiele, die gar nicht so gerne mögen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe das nicht, weil die PC-Spiele haben wirklich auch nochmal die bessere Rückstoßkontrolle mit der Maus, was sie mit dem Controller meistens nicht haben. Es nehmen echt mehr Controller-Spieler diese Waffe als PC-Spieler. Überraschenderweise, was ich bisher gesehen habe. Hey, wie gesagt, wenn der Fakt falsch ist, ich sage nur das, was ich gesehen habe bisher, was ich beobachten konnte. Ich habe gegen PS4-Lobbys öfter gegen die MX gespielt als gegen PC-Lobbys. Ein Kollege von mir nimmt die immer mit dem Holo-Visier. Die ist einfach geil spielbar. Ich feiere die einfach übertrieben. Genau, nichtsdestotrotz, darum geht es ja jetzt nicht. Es geht um die LC10. Das ist mein SMG-Aufbau. Ihr seht jetzt auch hier schon mal, ich habe mehrere Waffen. Ich habe die MAC-10 benutze ich noch. Ich habe jetzt die FFAR drin als SMG-Aufbau. Ich habe die LC10 drin als SMG-Aufbau. MP5. Und ich habe auch die RAM 7 vor meinem letzten Video. Da könnt ihr auch nochmal sehen. Ansonsten ist alles andere, sind halt die normalen Aufbauten. Hier auch nochmal ein Aufbau von der AS Val. Auch nochmal als Maschinenpistole zu nutzen. Habe ich auch nochmal in einem Video. Ansonsten, ich mache darüber auch nochmal ganz gern ein neues drüber und wir kümmern uns jetzt erstmal um die LC10. Warum ich die weshalb auch so aufbaue. Das Grundprinzipielle ist bei den Waffen, bei den Maschinenpistolen immer gleich. Also für mich kommt immer ein Schalldämpfer drauf. Wenn ihr zum Beispiel Multiplayer spielt, braucht ihr keinen Schalldämpfer, das ist der Bums. Aber ansonsten kommt hier immer Schalldämpfer drauf wegen Warzone. Der normale Agentenschalldämpfer, der kommt hier drauf, weil auch wieder der Vorteil ist zum normalen Schalldämpfer, die Reichweite ist gegeben. Und natürlich, die ADS geht runter, ja klar, mein Gott, aber die Kontrolle ist trotzdem noch gegeben, dass sie kaum runtergeht. Der effektive Reichweite, die Rückstoßkontrolle ist da und alles drum dran haben wir bei dem Agentenschalldämpfer gegeben, was wir halt jetzt beim anderen Schalldämpfer nicht haben. Und deshalb kommt er drauf. Alles andere ist für mich, außer ihr könnt wirklich damit umgehen, dass euch dann jeder Mensch auf der Karte sieht, könnt ihr auch gerne was anderes drauf machen. Aber ich persönlich fahre wirklich mit dem normalen, also mit dem Agentenschalldämpfer am besten. Hat für mich die besten Werte, macht das meiste Plus, das wenigste Minus. Und das Minus, was man am meisten verkraften kann. Weil eine Maschinenpistole allgemein hat schon eine sehr, sehr schnelle ZV-Geschwindigkeit. Da können wir uns jetzt einfach einen Furz drauf geben. Deshalb können wir da ruhig das nehmen. Gehen wir weiter beim Lauf. Haben wir den Einsatzteam Taskforce, also Taskforce im Englischen, den 13,9er Lauf. Das ist der letzte unten. Das ist der gleiche, den ich auch zum Beispiel bei der den ich zum Beispiel bei der FFAR und auch genauso bei der MAC-10 drauf mache, weil der nämlich die Beweglichkeit hochmacht. Ja, der macht zwar die horizontale und vertikale Recoil-Kontrolle, also die Rückstoßkontrolle, ein bisschen runter, was aber wirklich nicht schlimm ist, weil wir nämlich dann durch den Untergriff, den wir drauf machen, das ist der Feldagenten-Untergriff, wird das alles wieder rausgeholt. Ne? Deswegen können wir da drauf gehen. Das ist für die SMGs oder für die Maschinenpistolen einfach der beste, meiner Meinung nach. Und da haben wir das meiste Damage und die meiste Range drin. Deswegen nehme ich den. So, dann haben wir Laser und Optik sparen wir uns komplett. Dann gehen wir hinten zum Schaft. Beim Schaft mache ich den SAS Combat Stock drauf. Den mache ich drauf, weil er nämlich die Mobilität höher macht.
Der wäre auch drauf, wenn ich jetzt die Bullfrog spiele. Da wäre der auch drauf. Der heißt bei denen, bei den Bullfrog heißt er, das ist nur dieser Skeletal. Dieser Spätznatz ist der Lauf, ist es meiner Meinung nach, wenn ich mich jetzt nicht irre, ist es der. Der macht einfach die ADS schneller, also die ZV-Geschwindigkeit schneller und er macht das Movement besser. Was für mich bei der Maschinenpistole immer im Vordergrund steht, man muss ein gutes Movement haben und man darf trotzdem nicht drunter leiden, dass man irgendwie auf die weite Distanz oder bei der Genauigkeit irgendwie Einbüßung hat. Das hat man hier jetzt nicht, deswegen mache ich den drauf. Dann einen Griff spare ich mir, weil die Bewegung schon echt gut ist. Ansonsten, man kann auch hier hinten diesen, wo ist er denn hier? Das ist genau das Serpent Wrap, also diese Schlangenumwicklung drauf machen. Die könnte man jetzt drauf machen, weil da einfach nochmal die ADS besser wird und die Mobilität wird ein bisschen besser. Ihr könnt euch aber aussuchen. Ihr müsst einfach gucken. Ich finde es so, von der Rückschusskontrolle mache ich anstatt einfach den Griff hinten drauf, mache ich hier von den Feldagenten Untergriff drauf. Damit wird nämlich die Rückschusskontrolle, die wir oben verloren hatten beim Lauf, wird da wieder drauf gemacht. Und deswegen machen wir das. Und wir gehen hier drauf, einmal auf die Munition, da mache ich das 55er Standardmagazin drauf. Das kommt für mich drauf, weil einfach von der Kapazität ist es dann super her. Man kann auch mal entspannt in ein Team reinpushen mit seinen Jungs und kann auch da nochmal einfach mal versuchen, zwei, drei Leute zu holen. Wenn ich jetzt Solos oder Duos spielen würde, würde ich einfach das 45er drauf machen. Oder vielleicht sogar das Magazin weglassen, dass man gar kein Magazin macht. Dafür aber dann lieber hinten zum Beispiel mal einen Griff drauf. Ja, das können wir dann zum Beispiel einfach sehen. Muss man aber selbst entscheiden. Die großen Magazine sind für mich sehr, sehr sinnvoll. Einfach nur, wenn man halt Trios oder Quads spielt. Wenn man seine Jungs dabei hat, wenn man Solo spielt, braucht man keine 34 Schuss. Also wer mit 34 Schuss niemanden trifft, der soll einfach am besten Multiplayer spielen. Da würde ich auch gar keinen 45 Schuss drauf machen. Da würde ich halt wirklich höchstens das 45 drauf machen. Aber die 34 Standard-Magazins-Schuss, die brauchen... Also, die braucht man nicht mehr, die reichen vollkommen aus. Ich würde darauf nicht gehen, also ich würde jedes Fast Mag würde ich eigentlich rauslassen, weil bei allen anderen Magazinen die ADS wird zu viel, runtergedrückt, die ZV-Geschwindigkeit und auch die Beweglichkeit wird runtergedrückt, auch wenn es nicht immer drin steht. Die wird auf jeden Fall auch mit runtergenommen und für mich, ganz ehrlich, das ist wie bei der FFAR gewesen, da macht man auch die 50er Standard-Magazin-Schuss rein, weil die einfach in der ZV-Geschwindigkeit runtergegangen ist und bei einer Maschinenpistole hat man ja schon eine gute ZV und man muss die jetzt nicht nur verschlechtern durch einen Fast Mag und die Magazin, die Schnelligkeit beim Nachladen, deswegen auch das hohe Magazin, damit man die Nachladehast auch nicht so unbedingt braucht, kompensieren wir einfach mit mehr Schuss. Und man muss jetzt auch bei 20 Schuss nicht mehr unbedingt nachladen, man kriegt das auch hin, den Gegner zu treffen mit dem guten Aim. Genau, das ist der Aufbau. Ich werde nochmal ganz kurz ins Game switchen. Dann werde ich euch da auch nochmal zeigen, wie die Waffe auch in den kurzen Situationen ist und wie sie vom Movement her ist, wie sie sich anfühlt. Und dann kommen wir gleich mal weiter schauen. Bis gleich. So Leute, wir sind zurück. Also, wir haben jetzt hier die LC-10. Ich habe ja diese Gift-File-Variante. Dieser Blueprint, das ist von der ersten Season, glaube ich, von mit Cold War gewesen. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Season-Produkt gewesen. Finde ich eine ganz geile Tarnung. Ihr seht es hier auch schon. Sieht schon echt knorke aus. Sieht so aus wie so ein Giftfrosch. So ein Fallgiftfrosch, so ein Tropenfrosch sieht es aus. Sieht schon echt knorke aus, muss ich sagen. Ganz locker. Ihr habt jetzt hier, also einmal, wir testen jetzt Sachen. Ihr seht das schon auch, wenn ich die ZV gehe. Wenn ich so anvisiere. Die hat schon eine ganz gute ZV. Also für den Build, den wir haben, ist die ZV echt gut. Kann man echt machen. Und man kann wirklich schnell reinzoomen. Auch wenn man jetzt mal in Bewegung ist. Also in der Bewegung fühlt sich es noch schneller an. Weil man einfach schnell zielen kann. So, genau. Also was wir wieder machen ist, ich ziele und werde dabei nicht mit dem rechten Stick die Rückstoßkontrolle aktivieren, also ich werde nicht den Rückstoß ausgleichen. Ihr seht, ganz klar, Rückstoß ist da, ja, das ist aber ganz normal, nicht, könnt ihr es auch hier sehen, geht einfach ganz normal nach oben. Wenn ich jetzt das gleiche mache, aber dabei auch den Rückstoß kontrolliere, seht ihr schon, die Waffe ist abnormal genau. Also dafür, dass es eine Maschinenpistole ist, die geht auch schon, auch wenn man so die Schussrate dabei hat, die geht wirklich schon echt gut ab und auch, ihr seht schon, die beiden Schüsse, das ist einfach nur formabhängig, wie er dann drauf schießt, aber die Kugeln, die gehen schon wirklich sehr, sehr wenig gestreut auch in die Wand rein oder auch in den Gegner dann rein. Wenn ich jetzt hier das einfach mal das Ganze mit Bewegung drin mache, einfach mal ein bisschen ziele, seht ihr auch schon, ich kann wirklich sehr, sehr, sehr genau auf die Gegner zielen und ihr habt die Waffe, die ist auf jeden Fall echt stabil. Ihr seht jetzt auch, wenn ich jetzt nochmal, glaube ich, ganz kurz schieße, wenn ich jetzt nachlade, ich werde jetzt drücken, so. Also Nachladen ist auch ziemlich fix dafür, dass es ein Standardmagazin ist. Müsst natürlich schauen, ob euch das dann wirklich wert ist, dass ihr dann auch
Sachen, die zum Beispiel die ZV-Geschwindigkeit verliert, wenn ihr dann auch eine andere Nachlade, also eine andere Magazinkapazität reinmacht mit einem schnelleren Mac. Ich finde, es ist nicht notwendig, weil wenn ich nachlade, die ist schon dafür, dass es ein Standardmagazin ist, schon sehr, sehr schnell. Und ansonsten würde ich sagen, Waffe ist stabil, Waffe kann man machen. Und bewegungstechnisch, sie fühlt sich gut an, sie fühlt sich locker an. Man fühlt nicht irgendwie, dass man zu schwer ist. Das ist jetzt halt mit der Amax, ist es schon was anderes, weil es einfach ein Sturmgewehr ist, das ganz normal. Aber die Maschinenpistole, man ist schon sehr, sehr schnell damit. Also wirklich, das ist echt eine coole Waffe. Und ich spiele sie momentan auch sehr, sehr gerne. Und ich finde halt einfach die Tarnung geil. Also die Tarnung ist einfach nur absolut geil. Dieses Giftfroschmäßige, das ist echt, echt super. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich über ein Like sehr, sehr freuen, wenn euch der Content gefällt, den ich euch momentan biete. Ich versuche euch einfach alles ein bisschen nahe zu bringen von Waffen her, warum man auf was achten muss, was man nicht beachten muss, was unwichtig ist. Ihr seht ja schon, es hat euch bisher ganz gut gefallen. Wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, natürlich auch gerne ein Abo dalassen. Und vergesst nicht immer diese kleine Glocke anzumachen, diese Notification-Glocke anzumachen, damit ihr nicht verpasst, wann ich ein neues Video hochlade. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns die Tage und bis später im Stream. Macht's gut.